herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich nach langer Zeit endlich mal wieder ein Pizzarezept für euch. Und zwar machen wir heute eine American Style Pan Pizza. Also eine Pizza mit einem extra dicken und luftigen Boden. Dafür als erstes einen Viertelwürfel Hefe, einen halben Teelöffel Zucker und 125 ml lauwarmes Wasser in ein hohes Gefäß geben, mit einem kleinen Schneebesen oder einer Gabel verrühren, bis sich Zucker und Hefe aufgelöst haben und anschließend die Hefe-Wassermischung zusammen mit 250 Gramm Mehl, einem guten Schuss Olivenöl und einem halben Teelöffel Salz in eine Rührschüssel geben und mit einer Küchenmaschine oder den Händen für etwa 4 bis 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten. Anschließend schon mal ein Pizzablech mit etwa einem Esslöffel Olivenöl beträufeln und das Blech komplett damit einölen. Sobald der Teig fertig ist, eine Kugel daraus formen, die Teigkugel dann auf die Arbeitsplatte legen, mit den Händen etwas flach drücken und danach mit dem Nudelholz auf die Größe des Pizzablechs ausrollen. Den ausgerollten Teig im Anschluss in das Pizzablech heben, einen weiteren Esslöffel Olivenöl auf den Teig geben und die Teigoberfläche ebenfalls mit dem Öl einreiben. Danach das Blech mit einem Küchentuch bedecken und die Pizza für 45 bis 60 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. Nach der Ruhezeit sollte sich das Teigvolumen deutlich vergrößert haben. Und jetzt können wir die Pizza nach Lust und Laune belegen. Zunächst mit 2 bis 3 Esslöffeln passierten Tomaten bestreichen, mit etwas Salz, Pfeffer und Oregano würzen. Als nächstes etwa 125 Gramm geriebenen Käse. Und zum Schluss ein paar milde Peperoni. Danach kann die Pizza in den vorgeheizten Backofen etwa 8 bis 9 Minuten bei 250 Grad Ober-Unterhitze. Das Blech schiebe ich dabei einfach auf den Boden des Ofens und nach etwa 8 Minuten ist die Pizza fertig. Vorsichtig aus dem Blech gleiten lassen, dann mit einem Messer oder einem Pizzaschneider in Stücke schneiden und genießen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.